Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Wir machen etwas ganz Spezielles jetzt, denn ich werde eine kleine neue Videoreihe machen. Und zwar ist es der SimRail Reality Check. Denn die ganze Strecke hier in SimRail bin ich gerade vor kurzem in echt abgefahren und habe da entsprechend einige Fotos und Videos gemacht. Und ich dachte, es wäre doch mal ganz interessant, das 1:1 mit SimRail zu vergleichen. Und die erste Station, die wir uns dafür vornehmen, ist Bechin, denn da hat sich ziemlich viel verändert. Ja, damit ich hier keinen auf den Sack gehe und damit ich hier Zeit habe, bin ich hier im Singleplayer, das heißt, ich kann hier machen, was ich will. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mal mit unserem Kiebel Richtung Bechin zum allerersten Halt, wo ich mal gleich einen Reality-Check machen will. Gut. Bremsen lösen und es geht schon los mit unserem Lieblingsfahrzeug. Das neue Cloney werden wir dann in einer anderen Episode uns nochmal vornehmen. Und jetzt müssen wir das erste Mal auf eine Unterführung konzentrieren, die da kommen soll. Muss ich jetzt mal hier rausgehen, um zu schauen, dass ich die auch dann sehe. Moin sehen. Ich glaube, da hinten kommt sie dann gleich. Na, haben wir es jetzt hier? War das hier? Ja. Das war hier. Da hinten geht normalerweise eine Straßenbahnlinie hier runter. Das sieht hier dezent ein bisschen anders aus, wenn man hier reinfahrt. Davon habe ich leider kein Bild gemacht, dass ich da mit der Tram gefahren bin, denn die war ein bisschen wild unterwegs. Aber hier geht eine Tramstrecke hier so runter. Und dann bin ich mit der Tram hier hinten so rauf, geht auf der Innenseite hier so entlang bis nach vorne, wo man dann Richtung Bechin dann kommt. So, dann werden wir unsere Bremsen hier wieder lösen. Machen wir mal ganz kurz weiter. Ja, nicht ganz so authentisch da unten. Aber ich meine, das sind so Details, die würden einem auch gar nicht auffallen, wenn man das Original nicht gesehen hat. Gut, da hinten schaut es im Allgemeinen ein bisschen wild aus. Aber das ist ja auch nicht der Fokus von SimRail. Aber zumindest die Stationen schauen wir uns an, was denn da in der Realität erwarten würde. Ja, da geht es auch nochmal unten drunter. Ja, hier die Industrien. Das habe ich tatsächlich nicht gecovert hier, die Gleise hier. Ja, unser nächster Übergang hier. Und dann sollten wir jeden Moment hier in Bechin sein. Sehr gut. Gehen wir mal runter hier vom Gas. Und ich bleibe mal hier stehen. So, und der Grund dafür ist, dass ich da vorne gleich mal freies Blickfeld brauche für die Fotos und Videos, die jetzt gleich kommen. Okay, ich gehe jetzt mal zu der Tramhaltestelle, wo ich ursprünglich ausgestiegen bin, zeige euch das, wie es in SimRail aussieht
Und dann gehen wir gerade zum ersten direkten Reality-Vergleich. Bis gleich. So, da bin ich mal ein bisschen gelaufen. Das ist das alte Bahnhofsgebäude von Beijing. Und wir fangen mit dem ersten Fotobeweisstück an. Das wäre eigentlich da hinten, diese Straße. Da hinten fährt die Tram so vorbei. Dann hat es hinter diesem Gebäude eine Tramhaltestelle. Also nicht hinter diesem Gebäude, also da so Luftlinie dahinter. Und da hinten habe ich das erste Foto gemacht. Und das ist quasi von da hinten in die Richtung, wo wir jetzt gerade stehen. Und das sieht in der Realität auch so aus. Vielleicht ein ganz klein Tick anders wie in SimRail, aber okay, das ist ein Bereich, den man sowieso normalerweise nicht sehen würde. Und hier vorne hat es einen Zebrastreifen, wo man hier rüber kann, über die Straße. Das sieht in der Realität dann so aus. Das ist jetzt quasi kurz vor diesem grünen Bereich, wo wir jetzt hier in SimRail stehen. Dazu nochmal als Vergleich. Und von dem habe ich noch eine kleine andere Aufnahme. Und zwar die hier. Da sieht man das, das geht jetzt dann hier da so drüber. Ich kann halt leider nicht näher rangehen. Das ist halt leider unmöglich. Aber ungefähr da, wo der Busch ist, habe ich dann gerade das nächste Foto gemacht. Ich muss jetzt gerade mal vorbereiten. So. Und jetzt sieht man hier das Bahnhofsgebäude. Schön zugewachsen, links und rechts geht da gerade direkt rein zum Haupteingang. Hier nochmal als Vergleich. So sieht das Ganze hier in SimRail aus. Immerhin da ist ein Baum. So. Dann nochmal hier hin. Und nochmal das Bild. Und dann schauen wir uns mal das Bahnhofsgebäude an sich an, denn ungefähr von hier habe ich auch nochmal einen Shot. Also mal schauen, ob ich das ungefähr gleich hinkriege wie in SimRail, von der Perspektive her. Okay. Und jetzt einmal, wie der Bahnhof in der Realität aussieht. Ja, ich glaube, das passt so einigermaßen. Was man natürlich sieht in der Realität, fehlt das Schild, sowie auch die Treppenaufgänge. Und es sind hier überall so Gittersachen hier dran, alles zugenagelt. Also hier nochmal die Realität. SimRail. Realität. Und dann habe ich noch ein Foto von Nahaufnahme von diesem Haupteingang. Kann man es eigentlich auch nochmal in SimRail vergleichen. Ich stehe jetzt im Vergleich. So. SimRail. Reality. Kleiner, feiner Unterschied. Okay, dann sage ich mal, dass ich ungefähr auf der gleichen Höhe stehe. Ungefähr so. Ja. Davon habe ich auch einen Kamerashot. Und achtet da mal bitte auf die Straße in SimRail. Und jetzt die Realität. Die Straße geht hier ebenbündig weiter. Es geht hier nicht so nach unten wie in SimRail. Was einigermaßen gleich. Und man sieht jetzt in dem Bild, da am Ende, hier, hat es das Schild für den Perron noch. Das hat es in SimRail nicht. Okay, würde man sagen, wir gehen jetzt mal weiter nach hinten. Dieses Schild wäre ungefähr hier, da wo diese Töpfe hier sind. Und dann geht es da hier runter zum Bahnsteig. Davon habe ich auch ein Foto. Mal kurz schauen. Ach ja, hier haben wir das Schild. Immer noch mal zurück. Ich glaube, ich versuche das mal hier in SimRail noch mal nachzustellen. Oh, SimRail. Reality. Glaube ich noch ganz interessant, das so im 1:1-Vergleich zu sehen. Mal schauen. Jetzt gehen wir gerade zum nächsten hin. Und zwar die Ansicht von hier. Und ich habe mit dem Kiebel vorfahren müssen, weil er da gesagt hat, ich bin zu weit weg von meinem Fahrzeug. Hier kommt das nächste. So, da haben wir jetzt das Bild, da wird auch schon gewarnt, dass es hier jetzt nicht mehr drüber geht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in SimRail an. Ah, SimRail. Realität. Ganzer Bahnsteig etc. weg. Aber hier ging es dann so rein. Und der Weg da, hier, ist, das sieht auch ein bisschen anders aus. Es wäre eigentlich hier so gerade reingegangen. Nicht ganz so seitlich hier. Also nochmal Bildvergleich.
So. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Ich versuche mal ungefähr das gleich zu haben, wie ich es jetzt hier im Foto habe. Das müsste ungefähr so sein. Ja. Okay. Das ist Simray und das ist Realität. Müsste ungefähr gleich sein. Ja. Alles weg. Eventuell wird das hier nochmal neu gebaut. Wer weiß. Aber es ist, glaube ich, einigermaßen gut getroffen. Ja. Okay. Schauen wir uns den nächsten Fotobeweis an. Der ist, denke ich mal, hier so ein Übergangsding. Das müsste ungefähr so sein. Ja, nicht ganz. Wenn das hier so der Übergang ist, glaube ich so. Okay. Also, Simrail. Realität. Alles weg. Was man da gerade auffällt, die Oberleitungsmasten. Ah ja, doch. Man sieht die zwei Masten da hinten. Die da. Das sind die da hinten in Simrail. Daher. Ja, man müsste so ein bisschen reinzoomen hier. Da so. Ungefähr. Glaube ich, trifft es das. Okay, dann das nächste Foto. Beziehungsweise, ich habe noch ein Foto, wo ich ein bisschen weiter reingezoomt habe. Hier. Geht das nach hinten weg. Wo es dann nach Sosnowiec hier geht. Dann das Stellwerk selber. Das werden wir jetzt hier vermutlich schlecht so sehen, außer ich zoome ein bisschen rein. Ungefähr gleicher Blick hier so. Ja, das müsste hinkommen. Und in der Realität so. Ich glaube, das habe ich gerade richtig gut getroffen vom Vergleich her. Ja, müsste ein bisschen weiter reingehen. Aber inklusive den Schornstein, was man da auch sieht. Jetzt sind sie mir verdeckt durch den Bahnsteig. Ah. Okay. Und dann das Bahnhofsgebäude an sich. Mal gucken. Im Foto stehe ich, glaube ich, ungefähr so da. Ja. Also, einmal Simrail und einmal Reality. Sieht den echt ein bisschen heruntergekommen aus. Natürlich schön beschmiert. Moment, ist das das gleiche Graffiti? Nee. Hätte ja sein können. Aber das Gebäude, so von der Grundform, haben sie gut getroffen. So, dann Haupteingang. Mal schauen, dass ich ungefähr gleich habe. Ich glaube, das war so. Ja. Und jetzt hier die Reality. Ja, doch. Nicht so weit weg. Nicht schlecht. Das erste Mal, dass ich das jetzt auch so im direkten Vergleich sehe. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Da stehe ich vor dem letzten Tor. Ungefähr hier. Ja, so. Ungefähr, naja. Eher mehr so. Aber das nächste Bild. So nach hinten. Sieht man in Simrail, haben wir da, wo jetzt ich hier stehe, stehe ich gerade so am Rand. Von diesem Gleis da. Und ich denke mal, das wird hier auch nochmal so ein Bahnsteig vielleicht gewesen sein. Was wir jetzt hier in Simrail nicht so ganz angedeutet haben. Okay. Dann nochmal der Blick nach hinten. Das heißt, ich habe hier die zwei Tore so ein bisschen im Blick. Ja, mal kurz zu. Ja. Bin gerade selber verwirrt. Ich glaube, so ungefähr kommt es hin. Also, Simrail. Und Reality. Ist schon ein krasser Unterschied. Und das erst gerade vor kurzem hier alles abgerissen. Was ich echt schade finde. Okay. Nächstes Bild. Nochmal vom Stellwerk.
Mal schauen, ob das überhaupt so zeigbar ist. Stellwerk. Ich glaube, das habe ich von hier aus gemacht. Ich glaube, das kommt so ungefähr hin. Okay. Stellwerk Simrail, Stellwerk Reality. So, jetzt fällt mir gerade auf, das Gebäude in Simrail, das linke, passt nicht ganz, aber es ist zumindest einigermaßen richtig angedeutet. Es ist schon so nicht off, also haben sie eigentlich einen guten Job gemacht. Nicht schlecht. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Posten. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Bahnhof hier. Ich stehe jetzt hier in der Nähe vom Stellwerk. Ungefähr von dieser Position aus habe ich auch nochmal ein Foto gemacht. Also hier haben wir jetzt Simrail und einmal die Realität. Ich glaube, das kommt so von der Position her ungefähr hin. Ja, so plus, minus. Na, das ist ein Posten da in der Realität. Ist ein bisschen anders, aber gut, das ist ziemlich kleinlich. Okay, das nächste Bild ist geschossen ungefähr von da. Mal kurz gucken. So, ich glaube, das kommt hin. Okay, ja, ich glaube, das dürfte sein. Also, Simrail und Realität. Ist schon schlimm, was sich da so verändert hat. Und man sieht da unten auch schon dieses ganze Zeugs, was sie da schon mit abgerissen haben. Sehr schade. Kaum noch irgendwie was da. Aber der Lampenposten da hinten, der ist richtig. Okay. So, das nächste Bild. Mal schauen. Das ist in die Richtung runter. Jetzt haben wir hier leider die Büsche. Aber ich glaube, ich bin ungefähr da gestanden und habe so reingezoomt. Das ist echt ein beschissener Vergleich. Denn in echt schaut es dann so aus. Da ist das unterste Gleis, was da so runtergeht, zu diesem ehemaligen Fladebereich. Alles voll mit Kies. Aber hier ist natürlich alles mit Grünzeugs voll. Schauen vielleicht, wenn ich hinter dem Busch hier gehe. Oder Büsche. Mal gucken. Ja, vielleicht so. Vielleicht der bessere Vergleich. So, plus, minus. Okay, dann. Einmal. Oh, ich glaube, das ist das gleiche Graffiti hier wie in der Realität. Muss mal kurz gucken. Das war ungefähr so aufgenommen. Ich zeige euch das mal. Ja, das. Ich glaube, das Graffiti ist da schon ein bisschen länger. Es kommt aber einigermaßen gut hin. Da ist der ganze Bauschutt hier. Sehr geil. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das Graffiti da das gleiche ist. Okay, dann schauen wir uns mal den Bereich hier hinter dem Stellwerk an. Mal kurz gucken. Da haben wir dieses ehemalige Gleis da. Stehe ungefähr so. Ja. Und die Realität sieht dann so aus. Das Gleis ist so ansatzweise noch vorhanden, aber schon lange nicht mehr in Benutzung. Dann sieht man da rechts hinten ist eine Bushaltestelle und die Straße ist neu gemacht worden. Hier nochmal Simrail. Nochmal Realität als Vergleich. Und eben, hier, das ist neu. Und da hinten ist die Bushaltestelle. Ja, die ist sogar hier mit angedeutet. Sieht ein bisschen anders aus in der Realität. Da stehen hier Fahrzeuge hier rum. Kleiner Parkplatz hier. Und das eine Gleis hier hinten. Da bei der Straße, das ist nicht mehr zu sehen. Das ist komplett neu gemacht worden, die Straße da. Mal kurz schauen, ob ich da ein Bild dazu habe. Ne, habe ich leider nicht. Okay, dann machen wir mal weiter. Jetzt sind wir doch nochmal hier hinten, wo das Gleis dann nach hinten geht.
Ich habe doch ein Foto gemacht, ungefähr von dem Blick hier hinten. In der Realität sieht es so aus. Nur so als Ad-Side-Vergleich. Es geht da eigentlich ein bisschen näher an der Kreuzung, würde ich mal sagen, vorbei. Mal schauen, ob man das so sieht. Ja. Das passt ein bisschen besser. Schon lange nicht mehr da. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Ich habe mir auch nochmal eins von dieser Bushaltestelle gemacht. Das ist ungefähr... Mal kurz gucken, vom Blick her. Vom Blick her wäre es eigentlich circa so. Ja, ich glaube, das kommt hin. Und jetzt einmal hier so in der Reality. Da sieht man jetzt rechts das Haus. Und das eine neuere. Auch so wie jetzt hier. Und da halt die Bushaltestelle. Ich glaube, ich passe jetzt so von der Proportion nicht ganz. Naja, Details. Das, glaube ich, kann man drüber hinwegsehen. So, dann haben wir noch ein Bild vom Stellwerk. Aufgenommen ungefähr da, meinte ich. Nee. Mal kurz gucken. Oder war das hier? Jetzt ein bisschen am Bild vergleichen. Ich glaube, so kommt es hin. Ja, ungefähr so. Das ist Simrail und Realität. Also ich würde sagen, man erkennt es wieder. In echt hat man ein bisschen runterkommen und ja, Baustelle halt hier. Aber ja, doch. Ich glaube, das kann man gelten lassen. Okay, was dann noch witzig war, ungefähr... Warte mal, wo wäre denn das Gleis jetzt hier? Ich muss gerade mal selber kurz gucken. Ich glaube so ungefähr auf den Hügel da. Da stand noch der Kollege da. Warum auch immer. Ich glaube, da war keine Schienen drunter. Ich bin nicht genau hingegangen. Aber ich glaube, das war ungefähr hier. Okay. Dann. Ach, das habe ich auch noch. Da bin ich hier auf der Straße gestanden. Und habe ungefähr diese Aufnahme da gemacht. Ich glaube. Warte mal. Ja, das sind die. Ja, okay. Kann sich ganz authentisch machen wegen diesen Büschen. Aber ungefähr so habe ich das Foto dann geschossen. Sah in der Realität so aus. Da sieht man auch diesen Typen. Und der sitzt da in der Nähe von dem Fenster. Und ich glaube, der Tisch da drinnen, der ist ja weiter rechts dran. Dürfte auch in der Realität rechts sein. Mal kurz gucken. Kann ich im Singleplayer hier in das Stellwerk reingehen? Witzig wäre es ja. Es geht. Ja, also man sieht auch das Fenster, das passt. Also wenn man jetzt hier nochmal das Bild reinguckt. Ja, das ist wirklich dieses kleine Fenster da und er sitzt ungefähr hier. Wird alles modernisiert hier. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter nach unten, denn ich bin quasi, als ich auf der anderen Seite gewesen bin, war die ganze Strecke nach Miasto hochgegangen, weil beim Bahnhof Miasto ist dann die Unterführung. Und dann bin ich diese Straße hier runter. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das war von da aus gesehen. Ja, das ist ungefähr das hier. Nochmal der gleiche Blick in der Realität. Das ist auch dieses Bauschild da von diesem neuen Projekt hier, was sie da bauen. Komplette Modernisierung der Strecke. Bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Und... Mal schauen, dann habe ich hier noch ein Foto von den Masten hier gemacht. Mal schauen, ob ich den Masten in der Realität hier in Simrail auch irgendwie wiederfinde. Ja, das müsste der hier sein. Ob das so reingezoomt? Ja, ich glaube ungefähr so. Ja, ich glaube so ungefähr stehe ich da. Und in der Realität... Ist es der hier so? Müsste hinkommen. Plus, minus. Ja, vielleicht ein bisschen weiter seitlich. Aber da sieht man auch, da hat es dann auch die Masten hier auf der Seite neu.
und auch mit den ganz breiten da oben. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann hier auch wieder so Abstellgleise haben wird. Aber ich habe leider keinen Plan, was sie da vorhaben, wie es dann schlussendlich mal aussehen soll. Okay, gut. Machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar geht hier hinten nochmal so ein Gleis in die Industrie rein. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg hier. Ja, es ist weiter hinten. Ich latsche da mal kurz hin. Wir sehen uns gleich wieder. So, finally angekommen. Das ist jetzt das Industriegleis hier unten. Und ungefähr von der Position, wo ich jetzt hier stehe, habe ich auch ein Foto gemacht. In der Realität sieht es dann so aus. Also da ist auch schon lange nichts mehr unterwegs. Kommt so einigermaßen hin, nur dass die Industrie ein bisschen anders aussieht. Aber vom Schornstein her kann man es wiedererkennen. Dann ungefähr von der gleichen Position aus. Mal kurz gucken. Gut, dass das hier jetzt so ist, das tun wir jetzt mal ignorieren. Da habe ich, das müsste ungefähr so der Winkel sein. Habe ich noch den Kollegen hier fotografiert. Als er hier durchgefahren ist, im eingleisigen Betrieb. Und jetzt muss ich mal schauen, wie weit ich da noch gehen kann. Denn dieses Gleis da, ja, müsste ungefähr so sein. Es geht hier so nach oben. Ja, ist jetzt nicht ganz der Winkel, aber so ungefähr habe ich dann dieses Foto dann geschossen. Seht ihr diesen einen Ausleger da rechts? Vielleicht ein bisschen, wenn ich ungefähr so reingehe. Ich glaube, das kommt besser hin. Ah, so plus minus. Passt so von der Höhe nicht ganz hier. Und ich muss jetzt mal mit meinem Kiebel irgendwie weiter vorfahren. Denn hier hinten gibt es auch noch Interessantes zu sehen. Aber ich darf ja hier nicht weitergehen. Ah, oh, Mann. Okay, also nochmal ein kleiner Cut für euch. So, da bin ich wieder. Ich habe leider den Zug wechseln müssen, weil ich Betzin hat mich jetzt nicht mehr rausgelassen, dass ich hier weiterfahren kann. Aber ich dachte, ich stelle mir ganz kurz diesen einen Shot nach, wo ich den Expresszug fotografiert habe. Und ich glaube, ich habe so einigermaßen den gleichen Winkel jetzt hingekriegt, wie ich das Foto gemacht habe. Also, das ist ein Simrail und das ist die Realität. Also, es ist fast gleich getroffen vom Shot her. Und ich sehe gerade, ich habe da das nicht mehr in Vollbild. Jetzt nochmal. Ja, also ich würde sagen, kommt es einigermaßen hin. Da sieht man auch das, dass mir mit der Geografie nicht ganz so hinkommt, als wie in Simrail. Und ich sehe gerade diese Schornsteine da hinten. Na gut, einen sieht man davon. Es passt nicht hundertprozentig. Aber die Masten sind einigermaßen richtig. Ha, schon irgendwie cool, dass ich das jetzt so noch hinkriegt habe. Okay, gehen wir weiter. Als nächstes habe ich die Weiche 101 fotografiert. Müsste eigentlich hier hinten sein. Glaube ich, ist die hier. Ich weiß nicht, ob die mit 101 beschriftet ist. Nee. Da ist überhaupt nichts drauf. Okay, schade eigentlich. Denn die... Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Weiche da ist. Ja, mal kurz gucken. In die Realität ungefähr so. Das ist die Originalweiche. Nur mal so als Vergleich. Und ich meinte, die habe ich auch aus einem anderen Winkel. Ja, genau. Ich sehe gerade, das ist hier ein bisschen anders. Als wie in der Realität. Denn der nächste Shot, der ist ungefähr so. Mal kurz gucken, da bin ich ein bisschen reingegangen. Ja. Okay. Also das ist Simrail. Reality. Da sehen wir gerade, wie das Gleis da hinten nach oben geht. Da wo jetzt der Express steht.
Aber das ist diese Weiche. Das hier ist falsch. Zumindest nicht so wie in der Realität. Okay. Mal kurz gucken. Ich bin da auch noch mal ein bisschen weiter weggegangen, wo man die Straße hier so sieht. Ich glaube, das ist ungefähr der Shot so. Ja. Kommt so einigermaßen hin, wobei ich bin vielleicht ein bisschen zugestanden. Ja. Also, sie haben es schon nicht schlecht gemacht, muss ich schon sagen. Okay. Dann weiter nach hinten, beziehungsweise ich habe da so eine Bauruine gefunden. Die war ungefähr da hinten. Und ich meinte, weil jetzt hier nämlich auch so Platz ist, dieses Gebäude da. Entweder ist es das hier oder das hier. Könnte vermutlich das hier sein. Oder einmal hier so Luft ist. Ist ungefähr der Shot da. Es müsste eigentlich das Haus da links hier sein. Ungefähr so. Aber gut, das sind Details. Also auf die Häuser legt eh keiner so wirklich viel Wert. Und dann haben wir hier den Prellbock. Auch den gibt es in der Realität noch. Muss ich mal schauen. Das Foto habe ich von der Straße aus aufgenommen. Da ist übrigens kein Fußweg hier, ne? Aber auf der Straße gibt es nur auf der rechten Seite. Just saying. Das müsste ungefähr so sein, der Shot. Also. Ja, so müsste ungefähr hinkommen. Eine ganz, glaube ich, ein bisschen rein. Da ist die Kurve. Und hier ist die Realität. Das ist eine Gleis hier. Hier sind einfach viel zu viele Büsche hier in Simrail. Und das sieht man es auch im Foto. Auf der rechten Seite ist kein Gehweg. Das ist falsch. Aber gut, auch Details. So. So, hier nochmal. Ungefähr der gleiche Shot. Das schaut aber ein bisschen mittig. Ich glaube, ungefähr so kommt es hin. Gleiche hier nochmal. Auch schon sehr lange kein Zug mehr gesehen. Und es gibt hier noch einen zweiten Prellbock. Der ist hier weiter hinten. Das ist der hier. Tatsächlich noch ein Gleis. Ah ja, Tatsache. Und oh, das passt einfach so gar nicht mit den Büschen. Es ist ungefähr so von hier aus geschossen. Mal kurz gucken. Ich sehe gerade die Signale. Entweder sind die Signale hier falsch. Oder es gibt hier noch einen. Weil, wenn ihr das jetzt mal so anguckt, da hinten sind die Signale und der hintere Prellbock. Ich habe jetzt ungefähr. Ich glaube, der passt von der Position nicht ganz. Aber wenn ihr euch mal das Originalbild anschaut, das ist der hintere Prellbock und da sieht man diese zwei Signale hier drin und die zwei Posten. Und in Simrail sind die da hinten. Also müsste der Prellbock eigentlich ungefähr so hier hingehen. Der hintere, damit das hier so hinkommt. Mal schauen, ich glaube, das ist so ungefähr der Shot. Ja, ungefähr so. Nochmal vergleichen. Hier nix, Prellbock. Okay. Das mal zu dem. Ich habe auch nochmal so eine Ansicht von weiter hinten. Aber hier ist einfach viel zu viel Grünzeugs. Ja, ja, ist ja gut. Mal schauen. Ich glaube, ich muss mit dem Zug meine kleine Runde fahren. Ich glaube, das machen wir mal. So. Sogar noch ein bisschen Zug fahren. Na komm. Geht doch. Es ist schade, dass man hier diese Limite drin hat. Ich will nicht weitergehen. Aber fahren wir mal auf Höhe Miasto hin. Eben, da ist eine Industrieanschlussgleis hier. Das wird alles wegkommen hier.
Und hier das obere Abstellgleis noch. Den Busbahnhof, den gibt es auch. Da habe ich aber kein Foto davon gemacht. So, und eben, ich würde mal sagen, der Prellbock muss einen kleinen Tick weiter nach hinten. Damit es einigermaßen passt. Und da seht ihr jetzt hier diese ganze Grünfläche da. Und dann bin ich hier hinten gestanden und habe davon nochmal ein Foto gemacht. Bremsen. Das ist eh ganz gut, dass ich da den Zug so ein bisschen als Referenz habe. Moment. Warum bin ich hier hinten? Nee. So, da unten, diese Freifläche hier, gibt es auch in der Realität. Da stehen aber keine Autos. Das ist eigentlich ein großer, grausiger Platz eigentlich. Und das natürlich auch nicht so. Aber ich bin ungefähr hier so gestanden, wo man hier diese Bahnlinie eigentlich im Hintergrund sieht. Und in der Realität wird es so aussehen. Also links die Bäume, auch da die Straße runter. Da sieht man auch schon diesen Prellbock da vorne und die Hauptstrecke. Aber in Simrail ein bisschen blockiert durch die Geografie und die ganzen Büsche. Und ansonsten habe ich doch nur noch das eine Foto nach hinten, nach Miasto. Das habe ich ungefähr von da vorne gemacht. So. Schauen wir mal. Da hat man noch gesehen, bis dann, also hier geht es dann runter. So, das müsste ungefähr hinkommen. Einmal Miasto. Ungefähr gleiche Position. Sieht man das hier. Geht dann rechts die Straße runter mit dem großen Schild. Und Simrail. Ich glaube. Ja, ich glaube, ich krieg's nicht genauer hin. Mal schauen. Ich glaube, man sieht noch die zwei hier im Bild. Ja, es geht so von der Geografie nicht ganz aus. Ja, schon ein bisschen so. Ja, das sind Details. Aber jetzt habt ihr mal so einen kleinen Reality-Vergleich von Benzinstand 2024 und wie es in Simrail ist. Das war jetzt mal die erste Station. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen, so ein bisschen einen Vergleich zu haben, wie es halt aktuell so ist. Grundsätzlich ist es gut getroffen, aber jetzt ist halt hier ein großer Umbau angesagt. Ich glaube, ich hätte letztes Jahr hinfahren sollen. Hätte ich einen besseren Vergleich gehabt, aber so ist es Stand jetzt. Wir schauen uns in den nächsten Episoden auch die anderen Stationen an, wo ich entsprechend Foto dokumentiert habe. Und dann schauen wir uns mal an, war das Simrail das richtig hat und wo nicht. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Ciao. Thank you.
Tja, Beijing ist de facto abgebaut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.